Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Heizungsgesetz. Gruselig. Wir haben ja in der Presse, aber vor allem auf Facebook und anderen Social-Media-Plattformen gelesen, wie unglaublich schlimm alles ist, was jetzt gerade passiert. Wir dürfen nur noch Wärmepumpen verwenden und uns wird dadurch der letzte Cent aus dem Portemonnaie noch gezogen und alles ist schlimm und die Welt geht unter. Das ist natürlich gar nicht so. Es geht auch gar nicht um Wärmepumpen. Es ist nicht das Wärmepumpengesetz, aber es herrscht ganz viel Lügenpropaganda tatsächlich, und da müssen wir ein bisschen drüber sprechen. Vor allem jetzt gerade in dem Moment, wo ich dieses Video aufnehme, läuft der Beschluss im Bundestag, jetzt gerade die namentliche Abstimmung. Die sind jetzt also alle rausgerannt. Ich habe hier den Livestream auf einem anderen Monitor und die stimmen jetzt gerade namentlich ab über den Beschluss des Heizungsgesetzes oder ganz streng genommen Änderungen vor allem am Gebäudeenergiegesetz, aber gleich dazu nochmal mehr. Ihr seht auch, Wärme ist ein wichtiges Thema. Mir ist gerade ganz schön warm, es ist schon wieder Sommer. Wir machen trotzdem mal dieses Video, weil jetzt gerade eben dieser Beschluss ist und ich will das hier gleich ein bisschen auseinandernehmen. Erstmal wichtig, wir haben wirklich eine ganze Menge an Dokumenten, die jetzt gerade im Bundestag sind. Vor allem natürlich, wie immer, ein Gesetzesentwurf, der eigentlich von der Bundesregierung kam. Und dann eine Beschlussempfehlung vom Klimaschutz- und Energieausschuss, der sagt, schön und gut, aber folgende Änderungen noch. So wie wir es immer kennen. Und dann haben wir diese tabellarische Gegenüberstellung von neu und alt. Und das, was neu ist, also in der Tabelle dann rechts steht, das ist das, was als Gesetzestext beschlossen wird. Des Weiteren haben wir eine Stellungnahme vom Haushaltsausschuss, der sagt, ob das Ganze mit dem Bundeshaushalt vereinbar ist. Spoiler, ja. Und wir haben ansonsten ganz, 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 ganz viele Anträge von den Oppositionsfraktionen, also CDU, CSU, AfD und Linke, die alle was anderes machen wollen. Und da kann man sich aber schon bewusst sein, die werden natürlich hier keine Mehrheit bekommen in dieser Abstimmung. Also müssen wir die jetzt gerade gar nicht so sehr inhaltlich auseinandernehmen. Ich möchte nur immer darauf hinweisen, dass die AfD in einigen ihrer Äußerungen immer noch ganz klar sich der wissenschaftlichen und auch wirtschaftlichen Realität von Klimawandel verwehrt. Schade. Dass die CDU-CSU-Fraktion aber auch ganz oft immer sagt, wie unglaublich unfähig die Ampelregierung jetzt sei, egal was man selbst dazu sagt. Aber man muss sich immer bewusst sein, die CDU-CSU-Fraktion sind nun mal die, die uns dorthin geführt haben, wo wir jetzt sind. 16 Jahre unionsgeführte Regierungen. Egal ob große Koalition, und da ist die SPD mit Schuld, oder Schwarz-Gelb, da ist die FDP mit Schuld. Also es war immer der schwarze Block in der Bundesregierung, der als größte Partei, als größte Fraktion hier entschieden hat. Es war immer Kanzlerin Merkel ganz vorne. Und sehr, sehr oft oder sehr lange in diesen Jahren war das Wirtschafts-Energieministerium auch durch Unionspolitiker geführt. Also man möchte schon sagen, wenn irgendjemand schuld ist an irgendwas, dann hier wahrscheinlich die Unionsfraktion. Okay. Aber gehen wir mal jetzt zu dem, worum es geht. Wir haben ein paar Punkte, die ganz wichtig sind. Beim Bundestag selbst haben wir ja wie immer bei solchen Gesetzen hier eine Übersichtsseite. Wo ist denn jetzt meine Maus? Hier ist die Maus. Wo wir auf der linken Seite so redaktionelle Artikel haben, wo erklärt wird, um was es jetzt geht. In diesen ganzen Anträgen auch von den Oppositionsfraktionen. Und dann rechts haben wir die ganzen Dokumente selbst. Und ihr seht, das ist wirklich viel mehr als üblich. Und das liegt eben an diesen ganzen Anträgen von den anderen Parteien. Wir werden uns die hier nicht alle anschauen. Ich will euch mal den Tipp nur geben. Der Gesetzentwurf selbst ist hier die 6875. Also das ist der eigentliche Gesetzentwurf von der Bundesregierung. Und dann haben wir, da müssen wir auch aufpassen, mit Beschlussempfehlungen, Bericht. Erst diese hier, 7619, ist die Beschlussempfehlung und Bericht zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung unter A und noch zu anderen Anträgen unter B und C. Auch da muss man dann unterscheiden. Also hier unter A, da haben wir diese tabellarische Gegenüberstellung der Beschlussempfehlung vom Ausschuss. Und dann haben wir unter der 7620 noch den Bericht des Haushaltsausschusses, ob das Ganze geht oder nicht. So. Ich spoilere jetzt erstmal, dieser Bericht vom Haushaltsausschuss, da kann man hier einfach ein bisschen runterscrollen. Und dann ist es nämlich hier schwarz, fett gedruckt.
Ja, der Haushaltsausschuss hält den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Regierungsfraktionen für mit der Haushaltslage des Bundes vereinbar. Wenig überraschend, aber bürokratisch wichtig. Dann haben wir hier die Beschlussempfehlung des Klimaschutzausschusses. Und das ist dann jetzt eben erstmal ganz entscheidend, ne, zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung A. Unter A finden wir dann also den Hinweis, ob die das wollen oder nicht. Und wir scrollen mal an die entscheidende Stelle. Hier, Beschlussempfehlung. A, den Gesetzentwurf in der nachstehenden Fassung anzunehmen. Antrag CDU ablehnen, Antrag AfD ablehnen. Okay. So, das heißt also, was wir hier in diesem Dokument finden, in dieser wie immer nicht besonders übersichtlichen tabellarischen Fassung, also hier rechts ist immer dann der eigentliche Gesetzestext, das ist denn jetzt gerade im Bundestag zur Abstimmung. Punkt. Nichts anderes und auch nur die Fakten, die hier drinstehen, sind dann das, was im Gesetz selbst stehen wird. Und da gehe ich jetzt auf was Wichtiges ein, weil es wirklich ganz viele falsche Aussagen darüber gab, worüber hier gesprochen wird. Es wurde ganz viel behauptet mit, nur Wärmepumpen sind erlaubt und eine Gasheizung muss dann nächstes Jahr rausgerissen werden und so weiter. Das ist alles nicht wahr. Aber okay. Fangen wir mal noch mal einen Schritt weiter vorne an. Es wird ja über das Heizungsgesetz gesprochen. Das heißt natürlich nicht Heizungsgesetz, es heißt im Kern erstmal Gebäudeenergiegesetz und noch zwei weitere Änderungen. Hier im ursprünglichen Gesetzentwurf sehen können, Gebäudeenergiegesetz, GEC, Änderung der Heizkostenverordnung und Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung, also das, was für Schornsteinfeger und Fegerinnen wichtig ist. Worüber sprechen wir? Na gut, hier Schornsteinfeger, Heizkostenverordnung, der Name sagt es auch, ne? Da geht es um dann die Wärmeabrechnung und das Gebäudeenergiegesetz. Wir gehen mal kurz auf die Wikipedia-Seite, weil ich will das für euch vor allem nochmal zeigen. Das ist noch gar nicht so alt, ne? Also das Gebäudeenergiegesetz, das GEC, kam erst Ende 2020 und hat damals drei vorher bestehende Gesetze oder Verordnungen ersetzt, nämlich das ENEG, Energieeinspargesetz, ENEF, Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare Energien-Wärmegesetz, EE-WärmeG. Die wurden damals zusammengefasst im Gebäudeenergiegesetz GEC. So, und das hat dann also zusammengefasst, wie Wärmeversorgung, wie Heizung, wie Dämmung, Energieeffizienzvorgaben und so weiter für Liegenschaften, für den Gebäudebestand und für Neubauten vor allem aussehen sollen in Deutschland. Wichtig dabei immer, wir reden hier nicht nur von einem Alleingang für Deutschland, wir reden ja auch nicht von irgendwelchen Fantasien der Grünen, sondern wir reden hier von einerseits europarechtlichen Vorgaben, wo Deutschland also auch nicht Nein sagen kann, weil Deutschland das natürlich auch mitbeschlossen hat auf Europaebene. Wir reden davon, dass sich fossile Brennstoffe in den nächsten Jahren deutlich verteuern werden. Und das ist jetzt nicht irgendwie Ideologie oder das ist Realität, das ist marktliche und rechtliche Realität. Ihr könnt euch da Expertenwissen auch nochmal von den diversen Wirtschaftskanzleien aus dem Energiekontext holen, wie zum Beispiel den Blog Recht Energisch oder auch bei BBH zum Beispiel. Da gibt es viele schöne Beiträge dazu, wo auch gerade eben erst nochmal zusammengefasst wurde, wie sich jetzt eben diese Treibhausgasemissionsquoten zum Beispiel verändern und dann eben auch eine Bepreisung wohl sich ändern wird in den nächsten Jahren. Also ist halt schon mal ganz klar, dass schon europarechtlich Treibhausgasemissionen deutlich teurer werden in den nächsten Jahren und dann immer weiter, immer höher. Wenn also eine Gasheizung rechnerisch heute noch günstiger ist als manche Wärmepumpenberechnung, dann ist das in 3 Jahren schon anders und in 10 Jahren unbezahlbar. Das ist keine Ideologie. Das ist auch kein Wunschdenken oder grüne Fantasie oder Klima. Das ist erstmal rechtliche Realität, weil das auch schon von EU-Ebene kommt. Da kann auch Deutschland nicht einfach Nein sagen, wenn jetzt plötzlich die AfD die Bundesregierung übernehmen würde. Selbst dann würde sich nichts daran ändern. Gas wird unbezahlbar sein. Egal, was Deutschland jetzt machen wollen würde. Aber vor allem ist das auch wirtschaftliche Realität. Es geht ja hier auch um Lieferketten. Und wir müssen ja Erdgas dann über LNG-Wege importieren. Das kann volkswirtschaftlich nicht günstiger werden. Muss man nicht so viel drüber sprechen eigentlich, oder? Also wir bauen gerade eine Infrastruktur auf, die das dann über Tanker hierher bringt. Die Infrastruktur gab es ja vorher nicht. Das kostet ja alles. Das Geld ist ja hergezaubert worden. Das ist natürlich volkswirtschaftlich erstmal ausgegeben worden. Und
dann wird es über Tanker hergebracht, wo bisher einfach Leitungen schon seit Jahrzehnten standen. Das kann nicht günstiger werden. Seid euch dessen einfach bewusst, dass es hier eine rechtliche Realität gibt, die es teurer macht, und eine wirtschaftliche Realität gibt, die zumindest dafür sorgt, dass es eigentlich realistischerweise nicht günstiger werden kann als in der Vergangenheit. Oder besser gesagt, es teurer werden muss als in der Vergangenheit. Okay. Auch da nochmal ganz wichtig, es geht nicht darum, dass man jetzt einfach eine Wärmepumpe einbaut, sondern es geht darum, dass man eine nachhaltige Wärmeversorgung schafft, die mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben wird. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Ne? 65% erneuerbar heißt, es ist keine Gasheizung, es ist keine Ölheizung, weil die können niemals 65% erneuerbar betrieben werden. Es gibt natürlich verschiedene Wärmepumpentechnologien, die dann in Frage kommen. Und es gibt zum Beispiel Fernwärme, wenn die verlegt ist oder verlegt werden kann. Und es gibt natürlich auch eine Nahwärme, was nochmal ein ganz anderer Schnack ist und auch mit ganz anderen Aufwänden, nämlich mit viel geringeren, ausgebaut werden kann an vielen Stellen, wo man das bisher vielleicht nicht bedacht hat. Und wenn sowieso mal eine Straße irgendwo in den nächsten Jahren aufgerissen wird, dann kann man das auch einfach dann verlegen. Auch das. Und da gilt dann halt 65% erneuerbar, weil natürlich auch ein Mix aus Brennstoffen zum Beispiel vorstellbar ist. Der muss dann eben zu 2/3 sauber sein. Ja, klar. Und was da das Interessante ist, es gibt ja auch die Idee des kalten Nahwärmenetzes und das ist halt mega effizient, weil du eine Vorlauftemperatur reinschiebst in die Wärmeleitung, die halt viel geringer ist als bei Fernwärmen. Da musst du teilweise weit über 100 Grad liegen. Da wird das, die Flüssigkeit da drin noch teilweise mit so Stoffen behandelt, damit das nicht zu Dampf wird, wenn man es als Flüssigkeit, also mit Fernwärmen durch Flüssigkeitsschub praktisch betrieben wird. Es gibt natürlich auch Dampffernwärmeleitung. Aber da muss man also einiges machen, weil es immer sehr, sehr, sehr heiß betrieben werden muss, weil das eben kilometerweit läuft. Nahwärme heißt ja schon, ne? Nah, es sind nicht kilometerweite Leitungen im Zweifel, oder zumindest keine Kilometer, das Ausstrecken in eine Richtung. Und vor allem ist der Ansatz vielleicht, eine geringere Vortemperatur dort reinzuschieben, die dann an der Liegenschaft selbst hochgepumpt wird durch eine Wärmepumpe, die aber dann nicht so groß dimensioniert sein muss, um ein Gebäude komplett zu betreiben, sondern eben nur noch um die Restwärme, um halt Salmonellen und so weiter zu vernichten, zur Verfügung zu stellen. Na, also das ist dann eigentlich das Schöne an sowas wie kalten Nahwärmenetzen, dass du also die Kombination machen kannst aus Lieferungen von irgendwelcher Abwärme zum Beispiel oder von irgendwelchen Solarthermieanlagen, die etwas größer sind oder was auch immer, und dann vor Ort den Rest noch zur Verfügung stellen. So. Und in dem Kontext von, na, man könnte jetzt solche Nahwärme-Dinge auch mal machen, kommt dann nämlich das große Thema der kommunalen Wärmeplanung auch zu tragen. Ich will mal eine Sache jetzt noch mal ganz klar sagen. Was das Gesetz jetzt macht, ist zu sagen, ab nächsten Jahr 2024, wenn ich jetzt ein Gebäude komplett neu baue, dann muss das mit einer neuen erneuerbar betriebenen Heizung gemacht werden. Neubau. Neubau mit erneuerbar betriebener Heizung, Punkt. Nur Neubau. Wichtig. Es steht nicht drin, wenn ich jetzt eine Gasheizung habe, dass die nächstes Jahr rausgebaut werden muss. Steht nicht drin, Punkt. Es steht nicht drin, wenn die Heizung eine Wartung braucht, dass sie dann ausgebaut werden muss. Steht nicht drin, Punkt. Könnt ihr durchlesen, hier sind die Dokumente, ich verlinke die unten in der Videobeschreibung. Steht da nicht drin. Es steht auch nicht drin, wenn die Heizung relativ sehr kaputt geht und sie muss deutlich repariert werden, dass sie dann ausgebaut werden müsste. Es steht nur drin, wenn sie komplett defekt ist. Also wenn sie durch eine Havarie zerstört ist oder wenn sie wirklich unrettbar kaputt ist und man müsste jetzt eine neue Gasheizung einbauen, dann, nein danke, dann muss wirklich der Wechsel kommen zur erneuerbar betriebenen Heiztechnologie. Nur dann, bei einem kompletten Defekt, 100% kaputt, nur dann, steht das so drin. Und ansonsten gilt bei Bestandsgebäuden, dass erst mit der kommunalen Wärmeplanung die Pflicht dann starten wird, dass du dir eine erneuerbare Heizung einbauen musst, wenn du dann das nächste Mal hier eine Sanierung machst zum Beispiel. Kommunale Wärmeplanung heißt, die Kommune macht sich einen Überblick darüber, wo stehen wir.
Also, welche Wärmetechnologien haben wir? Haben wir Fernwärmeleitungen? Ja oder nein? Haben wir Nahwärmeleitungen? Ja oder nein? Haben wir Potenziale dafür? Haben wir Solarthermie in der Gegend? Haben wir Geothermie in der Gegend? Was könnte man mit tiefen Bohrungen machen, auch mit tiefen Wärmepumpen? Es gibt nicht nur Geothermie, es gibt auch Wärmepumpen, die einfach nur ein bisschen Erdwärme wollen. Muss man nicht ganz so tief meistens bohren. Oder wo man dann so Kollektoren praktisch in die Fläche legt. Was geht? Also was haben wir und was geht? Das ist kommunale Wärmeplanung im Großen und Ganzen. Also, welchen Gebäudebestand haben wir? Wie alt und jung ist der? Wie gedämmt ist der? Bla bla bla. Und das Ganze zusammenfassen, ein bisschen Statistik drum werfen und sagen, ja, was ist denn sinnvoll? Also was könnte man machen? Was könnte man bauen? Was könnte man anbieten an Heizungstechnologien und Dämmung und so weiter? Und das ist dann die Voraussetzung, die bis 2028 überall gegeben sein muss. Also jede Kommune muss bis 2028 diese kommunale Wärmeplanung aufbauen. Größere Kommunen über 100.000 Einwohner auch schon bis 2026. Und wenn das dann steht, dann bin ich als Häuslebauer auch verpflichtet, meine bestehende Gasheizung bei einer Sanierung dann zu ersetzen. Erst dann. Das sind also mindestens nochmal 2,5 Jahre, wahrscheinlich auch 4,5 Jahre, bis ich in eine wirkliche Pflicht kommen würde, bei einer Sanierung meine Gasheizung zu ersetzen. Heißt, wenn mir nächstes Jahr meine Gasheizung ausfällt, oder nee, wenn ich nächstes Jahr saniere, dann kann es sein, dass mir das Bauamt kommt und sagt, ja, wäre es nicht sinnvoll, eine erneuerbare Heizung reinzubauen? Dann sage ich, ja, es gibt noch gar keine kommunale Wärmeplanung. Und sagen die, stimmt, dann machen sie, was sie wollen. Und dann kann ich mir auch nächstes Jahr, auch noch in 2 Jahren, eine Gasheizung einbauen. Ob das in 5,10 Jahren oder länger noch sinnvoll ist, wirtschaftlich ist, also ob ich das noch bezahlen kann, ist eine ganz andere Frage. Ich habe schon erwähnt, nein. Aber ich dürfte es immer noch machen. Hier, das ist keine krasse Verbotsgeschichte in diesem Gesetz. Es wird nur gesagt, bei dem Neubau auf jeden Fall erneuerbar, und das macht absolut Sinn, weil man von vornherein ja effizient baut mit Dämmung und so, dass es wirklich gut aufeinander abgestimmt ist. Und bei vorliegender kommunalen Wärmeplanung, dann muss ich hier was machen. Dann muss ich auch bei Sanierungen auf erneuerbare Technologien umschwenken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch sinnvoll. Das ist auch vor allem deswegen sinnvoll, weil wir normalen Leute können es uns in Zukunft nicht mehr leisten, fossil zu heizen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. So, jetzt habe ich ein bisschen noch hin und her geschwaffelt, weil irgendwie ist hier immer noch nicht der Beschluss gelaufen. Also ich habe ja hier gesehen, dass die Leute rausgerannt sind und wieder reingerannt sind im Bundestag. Ich kann euch das ja mal kurz hier ins meine Sicherung. Das hier ist, glaube ich, Petra Pau. Die ist eine der Vorsitzenden des Bundestags. Und hier hat es gesagt, dass, die haben es deutlich verlängert. Das hieß ursprünglich bis 14.10 Uhr, das ist ja auch schon nach 3. Das bis 15.05 Uhr, das war vor wenigen Minuten. Das ist schon in der Vergangenheit, wie eigentlich das Thema jetzt laufen sollte. Wir können ja nochmal hier gerade neu laden, ob es hier schon Ergebnisse gibt. Nee, noch gar nichts. Das ist noch nicht angepasst worden. Ich glaube, dass hier tatsächlich noch kein Ergebnis dasteht. Dann könnten wir ja vielleicht doch noch mal kurz ein bisschen in das Thema hier reingehen. Wer jetzt sagt, diese tabellarische Übersicht, ich will und kann damit nicht arbeiten, wer jetzt erstmal nur ein Gefühl dafür kriegen will, was hier drin steht, dann ganz verrückt. Es gibt darüber noch mal eine kleine Aufzählung von Punkten, die hier vom Ausschuss mitgegeben worden sind. Und die geben ein Gefühl dafür, worüber wir reden. So, und zwar hier. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, Förderkonzept vorzulegen. Das sind dann Förderprogramme, die es gibt, wo man drauf zugreifen kann, bei der KfW und wo auch immer noch. Zuschussförderung Heizung. Jetzt auch ein bisschen mit Wasserstoff was gesprochen. Investitionskosten von 30% sollen gewährt werden. Und dann gibt es vor allem noch Kombinationen von Förderprogrammen, die also noch deutlich über diesen Ansatz gehen können. Vor allem für die, denen wenig Geld pro Jahr zur Verfügung steht, die sollen grundsätzlich Zugriff auf Fördergelder bekommen. Wer es früher macht, kriegt mehr. Investitionskosten, Heizungstausch, 30.000 Euro, Einfamilienhaus. Das ist natürlich nicht unglaublich viel, aber es ist immerhin etwas. Und bei Mehrfamilienhäusern, ne, für die erste Einheit, für die zweite und so weiter, bla bla bla.
Und auch da, ne, hier 60.000 Euro pro Wohneinheit. Also es gibt hier wirklich einiges, was man sich mal durchlesen sollte oder sich erklären lassen sollte von zum Beispiel seinem eigenen Heizungsbauer, der sich dann hiermit auf jeden Fall ja auseinandersetzen muss. Und dieses Förderkonzept muss jetzt schon relativ zeitnah kommen. So, auch hier dann Wärmeplanung. Hier kommen dann noch ein bisschen Erklärungen zu dem Thema der kommunalen Wärmeplanung. Wo wir auch sagen, auch die kleinsten Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnern müssen sowas vorlegen. Jeder ist dann also in der Lage, darauf zuzugreifen, was die eigene kommunale Wärmeplanung ist, um seine eigene Heizungsbauentscheidung darauf auch vielleicht ein bisschen mit auszurichten oder sich darüber zu informieren, was vielleicht sinnvoll sein könnte. Und spätestens zum 30. Juni 2028 werden alle Kommunen das deutschlandweit haben müssen. Also spätestens 2028 werden wir dann den Schalter umlegen, wo es dann heißt, auch bei jeder Sanierung muss ich dann auf erneuerbare Heizungen umsteigen. Gemeinden mit über 100.000 Einwohnern auch schon Mitte 26. Ist ja auch sinnvoll. Und dann Fortschreibung der Wärmeplanung, also muss alle 5 Jahre erneuert werden, weil sich natürlich auch Realitäten ändern. Vereinfachtes Verfahren für die kleinen Kommunen und so weiter. Das Ganze ist also wirklich nicht völlig verrückt. Das ist keine unfaire Änderung, die jetzt sofort allen das Leben zerstört, sondern es gibt hier einfach nur klare Fristen und Rahmenbedingungen und auch Förderprogramme. Ich empfehle nochmal, es ist wirklich so, dass fossile Brennstoffe in Zukunft wirklich sehr, sehr teuer sein werden. Das ist nicht mit der heutigen Situation vergleichbar. So, 50% erneuerbar heißt dann eben, dass wir im Großen und Ganzen Wärmepumpen, Fernwärme, die erneuerbar betrieben wird, Nahwärme, die erneuerbar betrieben wird, Solarthermie in Kombination und so weiter uns vorstellen können. Das Entscheidende ist, dass man die Heizung natürlich auf die Liegenschaft ausrichtet. Und dafür braucht man jede Menge Wissen und Verständnis und Kenntnisse. Und ich denke, deswegen wird das in Zukunft auch nochmal ein Riesenthema sein für eben Heizungsbauer, für Architekten, für Wärmeberater, für Energieeffizienzberater. Da kann man, denke ich, nochmal eine ganze Menge auch Wissen hier rausnehmen. Auch hier nochmal weiteres. Ne? Es gibt auch hier verschiedene Hinweise. Und was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, es soll eine Aufklärungskampagne nochmal geben. Wie so oft sind Aufklärungskampagnen von der Bundesregierung, egal welche Regierung es ist, nicht ganz so gut. Aber immerhin, es soll transparenter werden, worüber wir hier sprechen. Jetzt werde ich hier nochmal kurz neu laden und es gibt hier immer noch kein Ergebnis. Ich denke mal, dann machen wir mit dem Video weiter, sobald es hier ein Ergebnis gibt. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt dieses Video ernsthaft, ich weiß nicht, 20 Minuten, 25 Minuten unterbrochen. Konnte hier mit Hund und Baby und Madame noch mal ein bisschen hier rumscherzen und spielen. Und jetzt ist es tatsächlich mittlerweile so weit, dass immer noch nicht auf der Seite, auf der wir uns hier bewegt haben, irgendwelche Ergebnisse stehen. Aber in der Tagesordnungsübersicht stehen die Ergebnisse und man hat es jetzt auch mittlerweile natürlich dann im Livestream auch hören können. Wir wissen jetzt, was passiert ist. Erstmal Ergebnis, das Heizungsgesetz, wie es gerne benannt wird, ist beschlossen. Das heißt, das Gebäudeenergiegesetz ist jetzt in der Fassung, wie sie vom Ausschuss kam, beschlossen. Genauso Heizkostenverordnung und hier die Schornsteinfeger-Verordnung dort, wo ich jetzt gerade die namentliche korrekte Formulierung nicht mehr da habe. Hier steht es ja Care- und Überprüfungsordnung, genau. Die Sachen sind jetzt beschlossen und zwar in dieser Mehrheit. 399 Ja, 275 Nein, Enthaltungen 5. Damit angenommen in der Form 7619 aus dem Ausschuss. So, das ist erstmal durch. Ich spoilere mal, alle anderen Anträge sind abgelehnt, ne? Also ablehnen angenommen. So muss man es immer lesen. Ablehnen angenommen. Die ganzen Oppositionsanträge sind abgelehnt. Der Entwurf der Regierung mit Änderung aus den Ausschüssen ist jetzt angenommen. Also das bedeutet dieser ganze Text hier. Das Ganze hat jetzt wirklich lange gedauert. Also
wenn ich mich richtig entsinne, sollte 14.10 Uhr eigentlich Schluss, nee, 14 Uhr sollte ursprünglich Schluss sein, also etwa anderthalb Stunden länger als erwartet hat jetzt die ganze Diskussion gedauert. Ich sehe hier 12.35 Uhr, ich würde jetzt meinen, es war 12.30 Uhr angesetzt, also fünf Minuten später angefangen, anderthalb Stunden später aufgehört für diesen einen Punkt schlussendlich, weil es zwei namentliche Abstimmungen gab, einmal zum Gesetz selbst und dann nochmal eine namentliche Abstimmung zu dem Antrag der Linken. Wurde auch deutlich abgeschmettert, also auch hier ablehnen angenommen. Das hat halt nochmals wirklich Zeit gekostet. So, das ist es also. Wir haben jetzt tatsächlich damit das Gesetz beschlossen bekommen vom Bundestag. Damit werden wir also, wie erwähnt, ab nächsten Jahr für Neubauten diese 65% Erneuerbarregelung haben in der Heizungstechnologie und dann in Verbindung mit der kommunalen Wärmeplanung, die allerspätestens 2028 überall stehen sollte, dann eben auch die Pflicht bei kleineren Sanierungen oder bei dann eben Totalausfällen von Anlagen. Heißt nochmal, wie erwähnt, wenn meine Gasheizung mir in den nächsten zwei Jahren einfach ein bisschen kaputt geht und gewartet werden muss oder halt mal ein bisschen repariert werden muss, ich muss sie dann nicht ausbauen. Das steht nirgendwo. Wirklich nicht. Und gleichzeitig nochmal wichtig, als einfach Hinweis von mir als energiewirtschaftlicher Fachexperte: fossile Energieträger werden nicht günstiger in Zukunft. Also wenn ihr eine Gelegenheit habt, innerhalb der nächsten Jahre eure fossile Heizung zu ersetzen und Fördergelder abzugreifen bestenfalls, nehmt es wahr, macht es unbedingt. Es wird günstiger, als bei einer alten Gasheizung zu bleiben. Definitiv. Okay, soweit eigentlich dazu. Mega spannendes Thema, auch kontrovers diskutiert und vor allem ganz viele falsche Informationen, die draußen rumschwirren. Ihr könnt euch das alles natürlich durchlesen. Wir verlinken diesen Artikel von der Bundestagswebseite, wo ihr die ganzen Dokumente habt. Natürlich in der Videobeschreibung, könnt ihr alle mal reinschauen. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare oder auch Anmerkungen. Ansonsten like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft, einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.